Jo, hallo HSV-Fans, ich melde mich nochmal hier aus dem Homeoffice. Arbeitssieg, Mund abwischen, Klasse, 3 Punkte in Sack und wir können scheitern, Dampfer. Wir kommen noch, da könnt ihr euch drauf verlassen. So, jetzt zum Spiel. War natürlich ein Arbeitssieg, das kann man so sehen. Nur unser Manko war eben, wir müssen die Tore rechtzeitig machen, das war einmal hier vor der Halbzeit, das hätte das 2-0 sein müssen von unserem Dembélé. Aber kein Vorwurf, kein Vorwurf. Die Mannschaft hat alles gegeben, gekämpft. So geht die zweite Liga. Ich habe doch gewarnt vorher. Rostock, Magdeburg, die ganzen, die hier unten stehen, die Mannschaften. Kraft und laufläuferisches Vermögen haben sie alle. Aber wir haben schön das Ding durchgezogen. So, dann haben wir natürlich die beiden Abseitstore. Ja, für ein Abseits ist das Abseits, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Das konnte man ja so sehen, ohne kalibrierte Linie und anderen Hokuspokus. Und da muss ich natürlich reinsaugen. Robert muss das Ding natürlich reinköpfen. Normalerweise macht er den blind. Mit der Augenbinde macht er den in den 85. rein, den Kopfball. Ich weiß gar nicht, wieso der das nicht reinmacht. Da muss ich ihn morgen mal nachfragen. Aber sonst auch natürlich sehr erfreulich unser Neuzugang nehmen wir jetzt, auch wenn das einfach war, das Ding, aber ihn reingemacht und da bin ich jetzt schön vorgelegt, gewertet, bis von Drungen weg war, das hat mir gefallen und nichts anderes. Und die Nörgler, die jetzt wieder kommen, das geht doch besser und die müssen noch besser und hin und her. Ich sage euch eins, 3 Punkte im Sack, so eine Rückrunde habe ich lange nicht mehr gehabt. Wir haben 40 Punkte, Jungs, und was noch? Wir können nicht mehr absteigen. Ist aufwärts. Spaß muss sein, hau rein, ist Tango. Ich hab da, natürlich ging alles noch besser. Das ist so, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber in Rostock werden noch andere Mannschaften verlieren und auch das schwer haben. Das ist meine Meinung. Ja, und natürlich nehmen wir jetzt gesagt, der wird eingewechselt nach dem Tor. Ja, das ist doch der Brust jetzt. Das ist wunderbar, auch wenn das nicht eigentlich schwierig war. Aber nicht reingemacht. So ist das. Und dann kann man noch mal durchgehen. Also heuer wieder, hat uns schon wieder das Spiel gehalten mit dem Apparat, wunderbar. Aber das Manko ist, wir müssen mehr Tore machen. Denn sind die schon tot in der Halbzeit, so sehe ich das. Aber noch was. Der andere mit dem Helm auf, das war gemeingefährlich gegen Jana. Wenn der ihn anders trifft am Knie mit den Stollen, dann ist er beinahe ab. Also ich muss schon sagen, da vorne gelb-rot, da vorne dunkelrot, der hätte mindestens 4 Wochen gesperrt sein müssen. Aber will ich nicht überreden. Und von Drongelen, auch du hast auch einmal reingelangt, da, als wenn in Holland da die Post abgeht. Also das war auch ganz nahe an Rot. Aber davon will ich nicht reden. Das ist Herrenfußball. So ist es, so wird das gemacht. So ist die zweite Liga. Und dann müssen wir noch mal eins sagen. Königsdörfer hat auch ein Spiel gemacht für mich. Aber ich hätte noch eher ausgewechselt. Aber das ist Tim Walter seine Manier. Da können wir reden, so lange wie wir wollen. Tim macht sein Ding. Aber ich hätte eher ausgewechselt. Ich hätte den Klinisch gebracht. Der hätte wieder ein bisschen Struktur, noch mehr Struktur reingebracht. Ja, und wir nach hinten schon auch gut. Und der Haie auch. Da pfeift der Wels in 8 Minuten, gibt er in Gelb. Und nachher wird getreten ohne Ende. Und dann passiert nichts. Also ich muss schon sagen, Schiedsrichter auch. Der Mann hat so viel Erfahrung, also er hat keine riesen Apparate gemacht, aber er hat nicht gut gepfiffen für beide, also war alles durcheinander, aber das will ich nicht sagen, Schiedsrichter wisst ihr ja, bei Peter 0,0. So, was haben wir denn noch? Ja, auch gut, Ferro habe ich schon gesagt, schon auch gut, unser Meffert auch, unauffällig wie immer, läuferisch wunderbar, könnte vielleicht die Tor gefährlicher werden, aber gut, ist er nicht. Und dann unser Muheim, der hat mir sehr gut gefallen, der linken Seite. Montpellier habe ich schon ein bisschen besser gesehen, seine Flanken waren nicht so doll. Aber so langsam haben die Mannschaft sich auch auf Montpellier und auf Jana eingesehen. Aber Bakary hat wieder ein Riesenspiel gemacht. Läuferisch, den haben wir umgehauen, er war hinterher. Also wunderbar, ich bin restlos begeistert, Jungs. Auf der Rücktour trinken wir vom Bier und dann ist das okay. Und morgen früh in aller Frische sehen wir uns. Also ich bin zufrieden und wer jetzt nicht zufrieden ist mit den 3 Punkten oder mit den Sieg, der muss sich einen anderen Verein suchen, nur der HSV, Hawaii, Tango, so für Peter Sauer. Schöner Sieg, 2-0 zu 0
Und Ferro hat uns wieder hat wunderbar wieder die Null gehalten. So, ich mach Schluss. Jetzt trinke ich ein Eierlikör und dann ist aber Feierabend. Mein Blutdruck war wieder sehr hoch. Aber wie gesagt, so ist es. Das ist Tim Walter sein Fußball. Da wird sich auch nichts geändert. Und wir sind oben mit dabei und haben jetzt 4 Punkte auf Heidenheim. Da kannst du ja gut hinfahren. Und wenn du gern kriegst in Heidenheim, bist du immer noch Zweiter. So wollen wir das sehen, unser Pauli findet. Ich bin nur mal vor unten. Die müssen nach Kaiserslautern und Kaiserslautern kriegen gern. Da sind wir vorne. Alles klar, tschüssi, nur der HSV. Hannover ist weg von der Platte. Nur der HSV. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und dann macht das alles so, wie ihr das denkt. Und natürlich bleibt schön gesund. Tschüssi.